So Leute, wir haben jetzt den nächsten sympathischen Kerl am Start. Wer bist du? Ich bin Tim Dürsen, ja. Besitzer von Old Audi Parts. Mach halt so in Audi-Teile, ein bisschen verrückt. Wie ein Bekloppter bist genau. du eigentlich. Ja, total crazy. Aber wenn man einmal 5-Zylinder gefahren ist, dann irgendwann hört das nicht mehr auf. Dann kannst du nicht mehr anders Ich muss denken. Ja langsam raus aus dem 5-Zylinder-Top, weil ich höre das nur noch. Und ich bin ja genau auf der anderen Seite, R30 Turbo gerade. Deswegen, ja. Ich denke mir so, Mann, hört mal auf jetzt du damit. Du wirst noch gefallen dran finden. Ja, ich habe langsam Angst, das nächste Auto zuzulegen, Herr Freundchen. Das ist halt einfach mega. Ja, du fährst mit Abstand, würde ich sagen, das für mich optisch geilste Auto. 100% und also, vor allem auch in seit 10 Jahren. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Auto vorher nie gekannt. Ja. Aber man muss sagen, es ist wirklich so bekannt über die ganze Zeit lang. Ja, gerade in der 5-Zylinder-Szene auf jeden Fall. Ja. Also ich habe das Auto schon, seitdem ich das erste Mal gesehen habe, damals gab es den Speedhunters-Beitrag dazu. Ja, ja. Und seitdem ist das Auto nie wieder aus meinem Gedächtnis verschwunden. Das war 2013. Genau, in dem ja. Zeitraum habe ich auch ungefähr meinen ersten 20V Quattro gekauft, davor hatte ich einen 10V, da war ich schon selbstständig, habe aber eher so die alten Autos gefeiert und habe bei meinem Nachbarn damals für Baustelle ein Auto gebraucht, dachte ein Quattro, geil, kaufe ich einfach und dann habe ich den für 800 € gekauft und das war ein 5-Zylinder 10V, ja. Habe ich gar nicht gewusst, was da los ist. Und dann habe ich mir eine Auspuffanlage bestellt und dann wussten auch alle Nachbarn, dass 5-Zylinder geil am klingt. Start ist. Genau. Wussten doch alle Nachbarn, dass ja, das mein geil Nachbar klingt. Hat zu mir gesagt damals, du, wir sind 2 Jahre mit dem Auto immer mal zum Fest gefahren und so, weil das war ja angemeldet bei meinem Nachbarn. So ein Autoschrauber, so eine kleine Bude. Ja. Und dann sagt er, Alter, ich wusste nie, dass das ein 5-Zylinder ist. Du hast das Ding 2 Wochen, das ganze Dorf heißt das. Wie fett. Und dann habe ich eigentlich angefangen, so im Netz zu schauen, Audi, 5-Zylinder, Quattro. Hab auch schon eigentlich mein ganzes Leben mit Autos zu tun. Mein Vater hat immer mit Autos gehandelt und da habe ich noch gar nicht gewusst, was ich da eigentlich gekauft habe. Und dann fing so diese ganze Interesse für Quattro, 5-Zylinder und diese ganze Geschichte an. Aber schon älter, ne? Also jetzt nicht Neumodisches. Du magst schon die alten. Nee, ich mag nur die alten, genau. Genau. So bis 2000er Baujahr, das ist eigentlich so meins. Ja. Klar ist ein R8 ein schönes Auto, aber das werde ich mir nie leisten. Weil dafür also du könntest es leisten, willst nee, es aber gar nicht. Genau. Das kann ich auf gar keinen Fall mir leisten, ja. Aber da bin ich auch zu geizig für. Ja. Das ist einfach nicht. Finde ich, muss ich alles sagen, aus meiner Ansicht hast du hier auch ein bedeutend schöneres Schmuckstück dastehen. Und jetzt, ich denke, das interessiert viele. Wie ging die Geschichte mit diesem Fahrzeug los? Erstmal ein Stück zum Auto gehen, dass man genau. Das genau. Wir zeigen erstmal das Auto. Also, erstmal kurz sagen, was ist es für ein Auto? Mega interessant, weil ich bin ehrlich, wirklich, was das angeht, dieses Modell, war ich komplett raus. Genau, erklär's mal, Rick, was es für ein Auto raus. Ist. Also, wir haben hier ein Audi 80 Quattro B2, das ist die Baureihe. Das Chassis ist schon immer ein Quattro gewesen. Und dann haben im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, haben zwei Norweger diesen 84er Quattro genommen, haben ein Urquattro zerschnitten. Wenn du überlegst, eigentlich unmenschlich. Die würden mich dafür heute steinigen, wenn du ein Urquattro zerschneidest. Überleg dir das mal bitte. Und dann haben die ein Urquattro zerschnitten, haben den Breitbau daran gebaut. Dann haben die von einem norwegischen Rallye-Fahrer, der hatte einen A2 Rallye-Wagen, einen originalen. Da konnte man vor 20, 30 Jahren noch mal rankommen. Und davon haben die ganzen Teile ausgebaut. Die Achsen, die Federbeine, also wirklich Audi Sporttechnik. Krass. Wo du heute das gar nicht mehr bezahlen kannst. Ja, ja klar. Wo so Rallye-Federbeine geschmiedet. Was absolute Raritäten eigentlich absolute sind. Absolute Raritäten. Da gab es auch nur noch. Die Variante, die hier drin ist, gab es nur noch als Magnesium, um Gewicht zu sparen. Beim S1, E2, Pikes Peak und so, da haben die das aus Magnesium gebaut, um Gewicht zu sparen. Aber die Geometrie ist die gleiche wie im S1, E2 und so weiter. Die ganzen Verstrebungen am Unterboden, das ist alles komplett geisteskrank. Also wenn du heute kannst du das nicht mehr bauen, weil du schon bestimmt 100.000 € nur für die Teile hinlegst. Ja. Und dann hast du noch keine Arbeit gemacht an dem Ding. Und dann ist auch noch kein Motor drin. Also wenn du so erzählst, wir waren ja gerade drüben beim Benny gewesen, packt mich langsam diese kleine Audi-Faszination hier. Wirklich, also das ist schon wirklich mega. Das ist einfach immer diese Geschichte, die Verbindung zu diesem Motorsport von früher. Wirklich, aber ich finde trotzdem auch, die Autos sehen halt rein optisch für mich auch wirklich schön aus. Das sind richtig schöne Karossenformen. Dieses richtig Auto, schön. Wie gesagt, vor 10 Jahren als Bildschirmhintergrund gehabt oder vor 9 Jahren. Und jetzt hast du ihn selber, ne? Und war immer ein Traum, ja? Den habe ich jahrelang als Bildschirm und dann war ich in
weil ich ja mit Audi-Teilen handel, war ich in Norwegen und Schweden und habe mir ein paar Teile angeguckt von ein paar Leuten. Mhm. Und dann stand das Auto in der Garage und links daneben stand ein originaler Werkswagen S1 E2. Das erste Mal, dass ich so ein Auto überhaupt live gesehen habe, wo du mit einem kleinen Finger die Tür aufhebst, weil die nur ein Kilo wiegt oder ein halbes Kilo. Wahnsinn. Und dann stand das Auto daneben und ich so, boah, ja, geil und so, war mit einem Kumpel da. Wir waren im tiefsten Schweden im Winter, da lag 1,50 Meter Schnee, sind wir mit dem Sprinter durchgeballert. Ja, und dann habe ich den erst noch gar nicht so wahrgenommen, weil ich diesen S1 das erste Mal gesehen habe und dann mein Fokus da eigentlich drauf war. Und dann habe ich nach 2 Monaten gemerkt, ich konnte nicht mehr schlafen, bin nachts aufgewacht und habe quasi meinen Bildschirm vom Computer vor mir gehabt. Richtig Sucht. Ja, so richtig. Wahnsinn. Es ist schon geil, wie du schon erzählst, Alter, du brennst schon richtig dabei, wirklich. Und ich hatte mir gerade zu dem Zeitpunkt ein Rallye-Quattro in Ungarn gekauft, so ein Replika. Mhm. Und das war für mich überhaupt finanziell gar nicht möglich, an dieses Auto ranzukommen. Aber ich habe gemerkt, ich habe richtig Schlafprobleme, wirklich richtig Schlafprobleme gehabt. Geil. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Und dann habe ich gedacht, ja gut, du hast so 10, 12 Projektautos, du hast irgendwie noch Teile für Autos, die du wahrscheinlich nie fahren wirst, so in Privatlager weggepackt. Hab gedacht, wenn ich das alles irgendwie umsetze, dann kann ich mir vielleicht dieses Auto leisten. Geil. Und der war ja auch frei zum Verkauf. Ich wusste das aber alles nicht und hab das nur durch Zufall. Und dann habe ich dem Kohle angezahlt und hab ein halbes Jahr Zeit bekommen von dem, weil der hat auch gemerkt, ich leuchte mit den Augen für diese alten Sachen. Hab gesagt, du bist ein cooler Typ. Ich gebe dir das halbes Jahr Zeit, aber wenn du nicht da bist, um das Auto abzuholen und nicht alles bezahlt hast, dann ist deine Anzahlung weg. Und so habe ich halt gepokert, okay, alles auf eine Karte und habe dann mein Privatlager ausgeschlachtet, meine ganzen Projektautos weggehauen. Alles, was geht, nur um das Auto zu holen. Hab noch 3 Motoren stehen gehabt, 20 V Turbo, erstmal weg, weil das war halt Kohle und immer weiter einen Schritt näher zu kommen. Ja. Und habe es wirklich auf einen Tag genau geschafft, das Auto abzuholen, die Kohle auf den Tisch zu legen, die restliche. Und habe mir dann noch bei Kumpels ein bisschen Geld geliehen, gesagt, Jungs, das klingt ja, weil das musste einfach. Das so, musste einfach sein. Wie so eine Drogensucht. Ja, wir fehlten noch 10 Scheine dafür und ich musste einfach dieses Auto haben. Und dann, wenn du ein Ziel hast vor Augen, dann kannst du auch was an schaffen. Ja, 100%. Du brauchst ein bisschen Druck, brauche ich sowieso immer. Ich muss irgendwie schon so mit dem Rücken an der Wand stehen und dann kommt die Leistung. Ja, das ist so. Und wieso hat der Vorbesitzer das Auto überhaupt verkaufen wollen? Der Vorbesitzer war ein Sammler. Der hatte einen originalen S1, ein Urquattro mit 10.000 Kilometern in Rot, ein 20V. So ein Auto hat Audi, glaube ich, nicht mal auf Werk stehen in dem Zustand. Sportquattro, ganz viel Rallye-Wagen, originale Werkswagen und so. Der Wahnsinn. Ist auch früher für Audi irgendwie Rallye gefahren. Und der hat das Auto in 5 Jahren 35 Kilometer gefahren. Ich habe das Ding vom Trailer abgeladen, bin auf der Landstraße, bam, 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 320, gleich am ersten Tag, gleich so Vollgas. Geil. Ja, und habe die 35 Kilometer am ersten Tag gleich gemacht. Ja. Da war noch E85 und mega alte Steuerung drin und dann, ja, geht das jetzt langsam so ein bisschen seinen Gang und wird geupgradet. Geil. Aber dieses Auto, Lass uns mal auf die Details am Auto eingehen. Ja, genau. Also man sieht ja jetzt schon hier, das sind vom Urquattro die Seitenwände anscheinend, oder? Genau. Eigentlich hört ja hier beim Audi Coupé, würde ich bis hier die Tür gehen und dann kommt hier das breite Seitenteil. Das haben die rausgetrennt und haben das da, man sieht die Bilder auch im Netz, da gibt es 400-500 Bilder, silverquattro.com und was weiß ich, Speedhunters, da gibt es überall Datenbilder, Videos von dem Auto im Netz schon seit Jahren einfach. Mhm. Das Auto kennt eigentlich in der Audi-Szene so, kennt jeder oder viele kennen das einfach und für mich immer ein riesen Traum gewesen, heute steht er da. Einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Die Seitenverbreiterungen sind in Blech? Das ist alles Blech. Okay. Auch hier. Boah, die halbe Tür eingedroschen. Ja, genau. Geil. Das ist alles massiv gebaut. Geil. Ey, vor allem. Und dann halt die Stoßstangen vom Urquattro auch. Ja? Alles angepasst, ne? Das hat er alles. Gut, das passt eigentlich so vom Träger und so passt das, weil ein B2 ist immer ein B2. Ne, und der Urquattro ist eigentlich auch ein B2. Ja. Und dann geht es halt nur darum, Coupé oder Limousine, aber so grob passt das alles. Okay, geil. Ja, und dann geht es halt vorne weiter. Blechkotflügel vom Urquattro auch. Dann haben wir das Besondere eben hier in der Haube, die Erhöhung, wo man immer denkt, boah, was habt ihr da gemacht? Hast du die Haube zugeknallt? Nein. Ich mach mal eben auf. Das ist eigentlich.
eigentlich, was das Auto so besonders macht, sind hier die Domerhöhungen, so wie es eigentlich beim Audi S1 ist oder bei den Rallye-Wagen. Dann hast du hier die ganze Rahmenverstehung nach vorne, hiermit, das ist durch in den Fahrraum, in den Käfig überall eingearbeitet. Man sieht hier wirklich massive Stahlzelle. Das ist zwar kein Gitterrohrrahmen, aber das kommt dem Ganzen ziemlich nah. Das okay. Auto ist so starr im Fahrverhalten, so geil einfach, bewegt sich gar nichts. Die Karosse arbeitet nicht, das Ding ist einfach so massiv gebaut. Und hier unten am Unterboden, das sieht man jetzt nicht so einfach, aber da gehen überall Streben ran, verstellbare Uniball-Gelenke und Zugstreben, Druckstreben, überall. Geil, du erzählst hier einfach so komplett, ich will hier einfach nur zu. Oh, sie wollen eine Frage stellen, du. Es ist so geil. Geil, mega. Ich hab mal Sportquattro-Teile gekauft, ein Lager, und da hat so eine Strebe, die hier so quer rüber geht, die kostet 1000 Euro. Das kriegst du alles hammer selten noch. Ja. Vor 20 Jahren war das was anderes. Du hast den ganzen Träger vorne drin. Ja, oder? Und die haben halt diesen A2 geschlachtet quasi in dem Sinne und haben die ganze Technik da reingebaut. Dann haben wir natürlich einen 20V Turbomotor, 2,5 Liter. Klar, geil, 750 PS. Aber das wirklich Besondere sind die Dome, die ganzen Verstrebungen, die Rallye-Achsen, das Fahrwerk. Wirklich das Know-how, was er halt auch aus dem Rallye-Sport wahrscheinlich mitgebracht genau, hat. Ja, ne? Genau, wirklich. Und ob du nun 700 PS hast oder 900 oder 1200, das lassen wir mal dahingestellt. Aber eben diese Grundoptik mit den ganzen Rallye-Teilen, das ist eigentlich das, was das Auto so besonders macht. Und ja. Ich sehe auch schon hier, du hast einen Precision-Lader drauf. War das alles so gewesen? Genau, ich habe das Auto eigentlich so gekauft, bis auf ein paar Upgrades. Wir haben hier eine Max-ECU verbaut. Vor 6 Wochen wurde abgestimmt oder vor 5 Wochen. Mhm. Dieser Motor, den haben wir nicht aufgemacht. Wir haben nicht mal die Kopfdichtung neu gemacht oder irgendwas. Da sind neue Düsen reingekommen, Einzelzündspulen, anderer Kabelbaum. Das Wastegate wird anders angesteuert hier. Das hat alles TME gemacht, Tele Motorsport Engineering. Also genau wie bei Benny auch, so, ne? Wie bei Benny, genau. Weil ich da selber nicht so technisch versiert bin. Ich habe eigentlich immer eher Sauger gefahren und so. Und Turbos waren für mich immer so, hatte auch viele S2, S4, S6, Audi 220V. Habe ich alle wieder verkauft, weil mir eigentlich dieser Sound fehlt. Und ja. Den 170 PS Sauger, das ist eigentlich mein Lieblingsmotor. 2,3 Liter 20V, der macht richtig Lärm. Fahre ich im Alltag auch, fahre 7 Kilometer okay. Zur Arbeit und das Ding wird jeden Tag richtig hart. Gib mir einfach einen Stuhl, ich setze mich hier hin, ist einfach noch mega. Genau. Geil. Bei der Downpipe, da haben die sich gedacht, das ist alles zu knapp und dann musst du da viel zu dicht an den Lenkern vorbei. Dann schneiden wir einfach einen zweiten Tunnel rein. Ich denke auch wegen den ganzen Rahmenverstrebungen, ne? Kommen ja, genau, dort, dann ne? Kannst du halt nicht überall durch und dann haben die das dahinter verlegt und haben da einen zweiten Tunnel gebaut. Wenn du dir das Auto von unten anguckst, dann ist der Tunnel original, der Quattro-Tunnel. Mhm. Und daneben verläuft nochmal ein Tunnel für die Abgasanlage eigentlich. Ja? Was? Und jetzt haben wir halt Straight Pipe nach hinten voll durch, hab den Endschalldämpfer abgeschraubt, ist mit V-Bahn-Schelle, ist in einer Minute gewechselt, war halt massiv geiler Sound. Der Motor, diese Technik, so wie es hier ist, ist bis auf Kabel und ein bisschen Steuerung 10 Jahre lang nicht angefasst. Wir haben vor drei Wochen Kompression gemessen. 12, 12,5, 13, 12,5. Ja. Super eigentlich. Na gut, wenn du sagst, er ist eh selten gefahren. Naja, in den Jahren davor. Ach so. 5 Jahre lang bei dem Vorbesitzer 35 Kilometer. Der Vorbesitzer. Reider Mjelde, der auch bei Speedhunters mit aufgeführt ist, das ist der Stiefbruder von Hansen Motorsport. Ach, das, wo der Speedhunters Beitrag war, das war nicht der, der es selber gebaut hat, der hat es auch nur gekauft. Nein, quasi. Nein, genau, pass auf, die Norweger haben das Ding gebaut, dann im 2000er Baujahr, vor 20 Jahren, dann haben die es irgendwann verkauft und dann hat der Hansen Motorsport mit seinem Bruder, dem Mjelde, hier geupgradet, nochmal mehr Leistung, einen richtig geilen Fixer-Motor gebaut. Und, ja, da ist natürlich noch ein, zwei Sachen,
da hast du vor 10 Jahren, hast du das noch so angebaut. Das wollen wir ein bisschen upgraden. Ist alles nicht so ganz schick, wenn man da so Sachen von Benny sieht oder von anderen Leuten oder Firmen, die 5-Zylinder tun. Ja, es entwickelt sich ja auch alles ein bisschen weiter. Ne? Aber vor 10 Jahren war das geil und es funktioniert einfach. RS2 Ansaugbrücke umgedreht, geschweißt, das ist eine Heidenarbeit. Viele 034 Motorsportteile, das war eigentlich damals. Die kommen ja aus Amerika, ne? Amerika, die Firma, die eigentlich so im 5-Zylinder-Tuning-Bereich auch viel gemacht hat, sind wir auch alle eigentlich ganz dankbar drüber, weil so ein Rail, das sieht man halt überall nochmal. Ja. Da war auch eine 034 Motorsport-Einspritzung drin. Nur damit kann keiner mehr umgehen. Da will mir keiner anfangen mit zu programmieren. Und dann habe ich, wo ich ja sowieso nicht die ganze Ahnung habe, muss ich auf das vertrauen, was die Leute machen. Und wo ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl, mit der Firma arbeite ich zusammen, oder mit dem Tuner oder wie auch immer. Und da habe ich bei TME ein gutes Gefühl gehabt. Der hat da schon viele tolle Projekte gemacht, die ich gesehen habe. Benjamin Schmidtbauer, BSK Performance, der hat das Ganze so ein bisschen supportet. Und so arbeiten wir, obwohl wir halt 1000 Kilometer auseinander sind, dann irgendwie alle im Kreis zusammen. Ja, geil. Und, das macht eine gemütliche Ausbildung. Genau. Ich mag auch, Drag Race ist okay. Aber für das Auto ist es eigentlich nicht das richtige Umfeld. Das Auto hat bei dem Vorvorbesitzer schon über 100 Runden auf der Nordschleife weggemacht. Ja. Da ist dieses ganze Setup eben auch, das kommt dann erst zum Tragen. So ein Rallye-Fahrwerk, das will Kurven fahren und nicht geradeaus. Ja, ja. Muss artgerecht bewegt werden. Ich bin da auch nicht zimperlich, wenn da mal was abfällt. Richtige Einstellung am Ende. Show and Shine ist nicht so meins. Ich bin sowieso erst seit 2-3 Jahren so ein bisschen in der Audi-Szene drin und gucke mir das alles an und habe viel zugehört und gelesen. Aber eigentlich, ja, ich habe 3 Firmen, ich muss auch viel arbeiten, habe den Kopf immer voll. Deswegen habe ich ein Auto gekauft, was funktioniert. Wo du mal Kopf freiblasen kannst. Genau, wo ich einfach mal sagen kann, ich gehe mal Wochenende durchstempeln, mach mal ein bisschen Gummi auf die Straße. Ja. Ja. Und das ist eigentlich so. Und dann habe ich gedacht, bevor ich 10 Autos habe, die nicht fertig sind, ich habe jetzt die Chance, das Auto zu kaufen, die wirst du im Leben vielleicht nicht wiederbekommen. Definitiv. Habe ich es einfach gemacht. Du hast alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich stehe jeden Tag auf und weiß, ich habe es richtig gemacht. Hättest du so gemacht, Rolex, Auto gekauft für das Geld? Wenn ich das Geld gehabt hätte, ja. Ja, ne? Weil ich wirklich gedacht habe, geil, also es ist utopisch, das Geld. Hast aber du gesehen, dass es zu verkaufen war? Ja, ja. Ja. Das ging eigentlich ziemlich rum, das Auto. Hättest du es mal gemacht, hä? Damals, das Problem, aber dann war wieder, ich hätte mir keins für 20.000 leisten können. Ach so. Und die Leute fahren ja auch nicht so wie ich. Ich bin jetzt mit Benjamin zum Beispiel, waren wir Schweden, Norwegen, Frankreich, England, Österreich. Wir sind diesen Monat 17.000 Kilometer gefahren. Ja, das ist schon alleine, das ist ja für viele eine Hürde oder keine Option, genau, da so weit zu fahren. Ich fahre in ganz Europa selber mit dem Trailer die Autos. Ja. Eigentlich als Chef, weil meine Jungs kann ich dafür nicht bezahlen. Das kostet mich zu viel Kohle. Ja, ja, logisch. Ne? Aber ich fahre halt selber und das ist auch Kundenpflege. Letzte Woche ein Coupé zum Kunden gebracht. Das ist einfach so, weil sonst nehmen die Autos nicht. Richtig. Die Leute wollen heute nicht mehr so mit dem Trailer fahren. Ich lache drüber. 1000 Kilometer, da frage ich mich, was ich nachmittags mache. Und ja. Eigentlich alte Technik, 62, 65 Lader von Precision, auch 10 Jahre alt. Vor 3 Wochen oder vor 6 Wochen auf dem Prüfstand haben wir 9 PS weniger gehabt als vor 10 Jahren. Wahnsinn. Krass. Ja? Das ist ruhig krass. Und das ist halt 5 Zylinder, das ist massive, geile Technik. Mega, dieser Hass da drinnen. Ja, geil. Noch der 2,5 Liter? Ist ein 2,5 Liter, aber es ist ein T4 Block. Ja. 2,4er T4, dann bearbeitet, größer gefräst und so weiter.
aber ja, so vom Grundding her ist es ein T4, 2,4 auf 2,5 gebaut. Schöne Kurbelwelle, natürlich tolle Innereien. Da hat der Hansen Motorsport damals wirklich alles gegeben und ja, und funktioniert. Der Krümmer hat noch keinen Riss, obwohl der 5 Jahre in die Fresse gekriegt hat und ja, das passt alles. Mega. Was ich richtig geil finde, dass du auf dem Wagen, wie du schon gerade gesagt hast, eine R8-Bremse fährst. Genau, wir haben. Das ist schon wirklich eine Ansage. Wenn man jetzt mal. Ihr seht es ja jetzt gerade nie, aber die Ocean Racing passt auf das Auto wie gemalt. Genau, 8J mal 18. Sind so natürlich auch nicht so einfach zu bekommen. Ist was anderes als das, was heute auf dem Markt ist, auch so vom Gewicht. Es ist keine Magnesiumfelge, aber es ist schon Motorsport. Ja, aber man sieht es wirklich so gut wie nie. Ja? Also genau, dann haben wir hier auch, schickes Rad passt so stimmig zum Auto. Dann haben wir hier natürlich auch Stehbolzen, die rauskommen. Anhand des Federbeins von Audi Sport mit den Bremstöpfen und so weiter hast du immer Stehbolzen. Ja. Ist halt auch beim Motorsport zum Räderwechseln einfach besser. Ja. Und so weiter. Genau. Jetzt haben wir hier neue Toyos drauf, einen Semi-Slick. Dann haben wir eine 365er Bremse zum Beispiel verbaut im Audi R8. Und Hinterachse? Das müsste so um die 288 innenbelüftet sein. Mhm. Hat auch noch die Audi Sport Töpfe drauf, also diese Bremstöpfe. Ja. Ja. Ich habe auch zum Beispiel hier im Auto, kann ich anhand dieses blauen Rades hier den Boost einstellen, wa? Nein, da kann ich die Bremsbalance verstellen. Geil! Wirklich? Ja. Ich sag ja, der Typ war in Rallye. Genau. Das ist geil. So, weil du immer verschiedene Umgebungen hast. Hier ist noch der Differentialschalter für die Sperre. Die haben bei dem Auto im Innenraum zum Beispiel sich entschieden für das Armaturenbrett vom Audi A3. Ja, sehe ich gerade noch. Aber obenrum bloß, ne? Oder? Nee, doch. Nee, alles, das ist komplett alles. Hier A3. Ja. Weil der Vorteil beim A3 ist, der hat eine verstellbare Lenksäule gehabt. Mhm. Das haben die Audis in den Baujahren nicht gehabt. Ja. So ein C4 ja, aber bei denen nicht. Du kannst in der Höhe verstellen und in der Tiefe. Ja. Und das ist beim Rennwagen ganz wichtig, weil du hast ja auch mal verschiedene Fahrer oder logisch. Mal Sommerbauch, Winterbauch. Ja, ja. Ja, und dann halt oldschool so nur hier das die halt Anzeigen, geil. Öldruck. Die Elemente haben sie noch eingebaut, die oldschool. RS2-Tacho drinne. Ja. Und das war eigentlich so das, was ich hatte. Und dann war hier hinter die Steuerung verbaut, aber ich habe keine Überwachung gehabt. Da war hier im Handschuhfach dann noch eine Boost-Anzeige, ein Lambda, aber du fährst nicht auf der Nordschleife, wenn hier die scheiß Klappe so am Wackeln ist. Und wenn du mal einen Beifahrer hast. So. Was ist für ein Getriebe verbaut? Getriebe ist verbaut vom Audi V8, ein Sechsgang, sind relativ selten. Soweit ich weiß, sogar noch ein bisschen verstärkt. Ja, und zumindest das Differential auf jeden Fall hinten das ist. Das Differential stärker, hinten ist sowieso Audi Sporttechnik zusammen mit dem ganzen, mit der Hinterachse und den ganzen Verstrebungen reingekommen. Dann halt Rennsitze. Hat zwar noch ein Schiebeldach, das ist halt eigentlich nicht typisch für einen Rennwagen, aber es funktioniert. Geil ist halt auch die komplette Zelle hier drin einfach. Genau. Das ist halt das Massive. Wirklich, dieses Ding ist überall abgestreht eingesteilt und halt auch vorher lackiert dann und so, diese ganzen Arbeiten ist einfach Wahnsinn. Ne? Das überall ist Carbon, wo geht ich finde aber auch, so ich finde aber auch hier, gerade die Radläufe, das haben sie so sauber und schön gebaut. Ne? Ja, geil, ne? Genau. Krass, ey. Es muss ein bisschen was gemacht werden, jetzt im Winter, an der Karosse, man sieht so leicht, wo hier ganz bisschen Gammel ist. Ja, gut. Aber das bleibt nicht aus bei das sowas. Das bleibt nicht so aus und das ist einfach, halt, das muss man mal machen jetzt. Wenn du so von so einem alten Audi die Tür so zumachst, wie schwer das Band immer geht, finde ich, ist total charakteristisch beim Audi, finde ich irgendwie geil. Genau. Mega. Ja. Wisst ihr, was geil wäre, wenn das Auto wieder läuft und fertig ist, wir kommen dich mal besuchen. Gerne. Ja. Und ballern mal eine Runde zusammen, weil ich denke, das wäre ganz geil, mal dieses Fahrverhalten mal irgendwie in ein Video zu packen und mal irgendwo mitzubekommen, Freunde, oder? Ja, eigentlich schon. Gerne. Ja. Weil das ist gerne mega machen. Interessant. Ich denke auch gerade für gewisse Technik in versierte Leute, das ist ein mega spannendes Thema und ich denke, da sollte man auf jeden Fall. Und das ist eigentlich so die Aussage ja auch von diesem ganzen Wagen. Wir haben alte Komponenten, die mit einer modernen Steuerung so ein bisschen kombiniert sind, aber das zeigt einfach, dass da vor 35, 40 Jahren, 30 Jahren, als Audi diese ganzen Sachen gebaut hat, dass das massiv Motorsport und geisteskrank war. Naja. Und das funktioniert heute noch eigentlich fast genauso gut. Nur diese Teile kann halt kein Mensch bezahlen. Und deswegen wird halt was Neues gekauft. Wenn ich, aber, ne, ich, ist halt nicht mehr verfügbar jetzt. Nee, genau, dann kaufst du vom AK Motorsport eine Achse, die funktioniert genauso, denke ich. Ne, aber das war halt so. Und das war eben so dieses ganze Konzept.
und ist halt alles so ein bisschen oldschool noch. Man muss halt hier auch so noch so einen holzigen Fanghaken ranhängen. Die ganze Heckklappe ist zum Beispiel, du musst mal die Heckklappe in die Hand nehmen. Oh, die ist schon. Die ist, glaube ich, mit Beton vollgegossen, ja, ja, oder so. Auch, die ist auch nicht schwer. Die ist massiv schwer gemacht, damit er auf der Hinterachse natürlich ein bisschen mehr Grip hat, wenn du dann Rundstrecke fährst. Ja, dann ist Fahrverhalten halt alles. Da geht es nicht nur um Leistung. Genau. Was denkst du, wiegt das komplette Auto jetzt? Oh, so 1250. Mhm. 1250 plus Fahrer. Irgendwie, ne? Man sieht hier hinten zum Beispiel auch, da ist noch eine Strebe. Mhm. Hier sind oben die Muttern von dem Gewindefahrwerk. Ja. Batterie, bisschen Kram nach hinten gelegt, um das Gewicht natürlich zu verlagern. Aber halt alles noch unverändert, sag ich mal, wie die Jungs das gebaut haben. Krass. Und ja, sicherlich hier und da mal ein paar Upgrades oder mal eine kaputte Dichtung tauschen oder so. Aber sonst möchte ich eigentlich gar nicht so viel machen. Nee, glaube ich dir. Vielleicht, ja, vielleicht noch Trockensumpf, damit der Motor halt immer mit Öl versorgt ist. Mhm. Das macht dann wieder der BSK Performance, der Benny. Ja, ja. Weil da habe ich keine Ahnung von, bin ich auch ehrlich. Ja. Na, ich mache in Teile, ich mache in Autos. Ja, ja, ist richtig. Und habe eine große Leidenschaft, aber man kann heute nicht mehr alles. Und dann vertraue ich auf Firmen oder auf Jungs, die das eben, ich lasse einfach mal auf. Ja. Die das eben können, die das jahrelang machen. Und dann habe ich ein gutes Gewissen, mhm. Dann bezahle ich halt lieber ein bisschen was mehr und konzentriere mich auf meine Arbeit. Und so hat jeder seins. Und deswegen. Ich würde auch sagen, Rolex tut jetzt mal einen Carport machen von dem Auto. Und vor allem, was geil ist, kannst du dir sicher sein, wenn er dieses Auto, was er schon ewig verfolgt, jetzt endlich mal vor seiner Kamera hat, wird er hier alles geben. Ja, ist ja die Schwierigkeit, wir können jetzt keine großen Paaraufnahmen hier machen, das leider. Ist mir egal. Nee. Ich bin aber gespannt, was du dieses Mal rausholst, das Auto hier steht. Und vor allem, welche Musik du wählst, Frohlich. Ich bin wirklich gespannt, was für dich jetzt hier Episches zur Geltung kommt. Ja, das auch muss auf jeden, also wenn es nach mir geht. Ey, es muss reinhauen. Genau. Ansonsten feierst du es nicht. Oldschool, weil hier, man sieht zum Beispiel auch. DGK All Day Dirty Ghetto Kids. Wir sind alle dreckige Straßenkinder. Von der Straße, so eine amerikanische Skateboardmarke. Aber geil. Ich habe mein Skateboard auch mit. Ja, bin halt auch so ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Aber ich feiere das und ja, wir sind halt alle so dreckige Straßenkinder und das ist so ein dreckiges Straßenauto und der muss immer hart gespielt werden und deswegen geben wir da Last und alles, was geht. Schönen Gruß an Audi Sport, ihr habt geile Teile gebaut, ihr Fisch. Ja. Und ich hau rein, los.